Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Infected. Ja, meine Lieben, ich habe mich gerade eingeloggt und habe mir gedacht, ich baue mal auf dem Dach von unserem Haus für den Aufgang ein Dach, ne, damit wir da nicht immer Schnee in der Bude haben. Ja, und da kriege ich Besuch, ne? Und deswegen, komm, hau ab. Wollen wir die erstmal platt machen, dann wollen wir hier noch ein bisschen weiterbauen. Zum, ja, Weggehen in irgendein Lager ist es schon zu spät, weil wir haben späten Nachmittag. Hör mal auf, mir alles kaputt zu kloppen hier. Komm her, komm her, komm her. Ja, die zieht sich immer an dieses Tor hier, ne? So, und damit bist du auf Geschichte. Jetzt habe ich das Tor aufgemacht. Auch nicht schlecht. Ne, das muss ich mal nochmal zu. Bringen wir das jetzt erstmal weg. Und ich denke, die Tore reiße ich jetzt ganz einfach mal ab. So, was ich gerade eben geredet habe, ne? Hier. Das Ding da. Ne? Damit es uns nicht dauernd in die Bude schneit, weil das ist ja alles offen hier. Und deswegen denke ich mir, machen wir jetzt ganz einfach mal da ein Dach drauf. Ja, und da war ich halt eben, wie gesagt, gerade dabei und habe, was haben wir denn hier? Sand. Okay, gut. Ein Dach drauf, damit wir da mal so ein bisschen, ja, ne, dass das ein bisschen zu ist. Was ich blöd finde, ist halt eben ne, dadurch, dass die Treppe hier so an die Seite hochkommt, kann man hier keine Tür reinmachen. Weil dann kommt man nämlich nicht mehr. Seht ihr? Ne, das sieht ein bisschen blöd aus. Schade eigentlich. Ne? Vielleicht sollte der Entwickler für diese Treppen auch extra nochmal so Türen bauen oder so. Aber das funktioniert so nicht. So, und da war ich halt eben gerade dabei und wollte. Ne, Bretter machen. Ne, die brauchen wir ja auch noch. Wo ist denn unsere Säge? Da. Ne. Hallo, bin ich blöd? Da, klar. So, und wenn das fertig ist, dann packen wir die Bretter da oben drauf. Und dann sind die Wände dann auch fertig. Ja, ich denke mal, wir werden das ja noch alles ausbauen hier. Da kommt sicherlich noch mehr. Ja, ne, also Wohnraum, sage ich jetzt mal, kommt da noch hin. Und da brauchen wir dann sowieso jede Menge Bretter. 1, 2, 3, 4. Drei. Moment, wartet mal. Na, komm her. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wie viel brauche ich denn hier oben eigentlich? Vier Planks, genau. Vier. Vier. So, dann brauchen wir nochmal vier. 1, 2, 3, 4. Wo sind wir? So, nochmal mit Deckel drauf. Das ist das Mindeste, was wir da noch machen können. So. Wunderbar. So, Loks holen. Und wenn das fertig ist, dann mache ich erstmal die Tore weg. Ne, weil das geht nicht. Das möchte ich dann so nicht haben, ne, dass ich da dauernd das Tor dann reparieren muss. Und nö. Nö, 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 nö. Dafür werde ich schon mal ein paar Stickies einsammeln. Läuft gerade keiner rum hier, oder? Ne. So. Okay. Einmal. So, und dann noch 1, 2, 3, 4. Ja, reicht gerade. So. Deckel drauf. Okay, dann hört es auch auf, hier reinzuschneien. So, was wollte ich? Ach so, genau. Ich wollte. Machen wir erstmal das Tor hier platt. Fumm. Ja, guck mal, da kriege ich noch nicht mal. Noch nicht einmal Kupferbarren wieder. Sondern tatsächlich nur 6 Holz. Das ist natürlich auch jetzt mehr als blöd, kann man ganz ehrlich sagen. So, ich pack die, hoppala, ich pack die erstmal hier einfach mal hier rein, damit die erstmal hier weg sind. Da sind die Stiggies. So. Okay. Dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache, ob das da so reinpasst, wie ich das brauche. Wo sind sie? Hier sind sie.
Ein Wölfchen. Wo? Ernsthaft jetzt? Das geht hier gar nicht hin. Oh, wartet. Da muss ich mir was... Ich stelle das erstmal hier hin. Weil hier ist, glaube ich, hier irgendwie diese Senke von dem Wasser oder was, ha? Oder das Tor steht einfach nur im Weg. So, aber so geht es erstmal. So, dann wollen wir das Tor mal platt machen. Zack. Ja, da kriege ich auch nur in Anführungsstrichen das Holz wieder. Was haben wir uns, meine Herren, ne, angestrengt, Kupfer zusammenzukriegen. Also ich, ne? Ich habe das ja im Alleingang gemacht mit dem Zaun. So, wartet. Das packen wir mal hier hin. Das nehmen wir mal auseinander. Hallo? So. So. Und so. Und dann werden wir die Diggis gleich da reintackern. Hä? Ich krieg nichts mehr rein. Was? Ach, guck mal an. Wo kommen die Kupferbarren denn her? Und ich wundere mich, warum hier alles voll ist jetzt gerade. Warum ich nichts mehr einsammeln kann. Also gibt es die Kupferbarren doch wieder. Aber das ist ja cool. So, warte mal. Da packe ich wenigstens einen dahin. Das packe ich noch da drauf. Okay. Los, komm. Hier erstmal Stickies drauf. So, und das muss ich dann tatsächlich nach vorne rücken, weil das geht nicht, ne? Das kann ich so nicht stehen bleiben. Da ist er! Der Mister von uns zu nah und fern. Wie sieht's denn bei uns gesundheitstechnisch aus? Mal gucken. Ja. Da stehst du jetzt, ne? Die machen... Die können gar nichts machen. Die sind da völlig... Oh! Von wegen können nichts machen. Hör mal auf mich zu beißen. Habt ihr nichts getan. So. Warte, her damit. So. Und dann ist er dahin. Und ich hab das Inventar voll. Das ist ja nun auch nicht schlecht. Warte, ich muss jetzt mich erstmal hier sortieren und muss... Erstmal den ganzen Krempel hier wegräumen. So. Ja, drei werde ich mit reinkriegen. So, nehmen wir das mal mit hier hin. Dann brauche ich nicht so viel rumzulaufen. Wölfchen, dich hole ich gleich. Achso. So, so, so. Gut, wie sieht's aus? Pack mal hier hin. Pack das mal da hin. So. Dann will ich den Wolf mal ernten. Gut. Alles klar. Kommt gleich alles in die Kiste, damit es weg ist. So, ja, wo machen wir denn jetzt die Kupferbarren hin? Wartet mal, wir können aber auch, wir haben ja diese neuen Regale, ne? Können wir ja mal gucken, ob wir eins bauen können. Blazables, blablabla. Cobble Ingot. 15 Blanks. Ach, komm schon. Ist ja nicht so, ne? Als wenn wir sie nicht hätten. Hahaha. Ha, ha. Ich stelle das mal hier jetzt hier so. Guck mal, das könnte man sogar da reinstellen, aber das wäre... So, jetzt weiß ich nicht, ob es richtig rum ist. So, dann wollen wir uns mal hier diese Dinger holen. Ein Woodlock gibt zwei Bretter. Das wären dann entsprechend 6. Ja, das wird man hinkriegen. Eins, zwei, drei... Ja, es dauert jetzt halt eben, ne? Weil wir nur eine Säge haben. Erstmals. Erstmal, ne? Und wir werden dann
irgendwann sicherlich auch mehrere Sägen haben, weil das dauert wirklich viel zu lange, wenn man da einen Haufen Bretter sägen will und man hat nur eine Säge. Dings. So ein Sägetisch. Und das ist auch Bench. So. Wie viel Lohr haben wir denn? Ich muss auch unbedingt. Quatsch, nein. Da will ich hin. Ich muss unbedingt was trinken. Energie haben wir auch keine mehr. Aber mal sehen. Ich will das Holz erstmal durchjagen. Oh, wir haben das andere hingemacht. Eins, zwei. Toll. Moment. So. Es gibt keine 15 Bretter. 12. Doch. Doch, gibt 18 sogar. Und eins lag noch drinne. So. Dann würde ich sagen, stellen wir noch gleich eins daneben für Eisenbarren. Weil Holz gibt es ja nun, weiß Gott, genug, ne? Aber das will alles erstmal gesägt werden. So, nun wollen wir mal. Wie viel kann ich denn davon nehmen? 9.15. So, dann können wir die. Ah, das haben wir noch irgendwo welche. Yep. 1, 2. Ja, jetzt muss ich auch ein. Hier so ein Plankstand bauen. Damit ich diese Bretter aus dem Inventar loswerde. So, sonst haben wir nirgendwo keine drin, ne? Das sind Eisenbarren. So, packen wir das gleich hier drauf. Wunderbar, aber ich denke, wir gehen jetzt erstmal pennen, oder? Moment. Ja, es ist 10:30. Nein, ich muss erst noch was trinken. Das geht so nicht. Ich kann nicht ins Bett gehen. Und morgen früh sehen wir bunte Kreise. Das geht gar nicht. So, hier nochmal und hier nochmal. Wie sieht's denn hier aus? Hab hier ein Plätzchen frei. So. Jetzt dahin. Werden wir das noch schön machen. Das, das und das. So. Ein Schaf. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich weiß nicht, soll ich's platt machen? Keine Ahnung, weil. Also, wir haben nicht genügend Fleisch, aber wir haben erstmal Fleisch. Ich sehe es nicht. Wo bist du denn? Was ist da hinten? Nö! Hat sie erledigt mit Dingelibums, ne? Und, Guten Tag, beziehungsweise guten Abend. Du hast ein Loch im Kopf. Genau da. Tja, kannst du motzen, wie du willst. Und warte mal, bleib doch mal stehen. Da so ins Ohr. Oh ja, und der Speer ist auch durch. So. Harvesten wir den mal. Was gibt er uns? Lehm und Kevlar. So, aber jetzt geht's ins Bett. Packen wir den Kram noch weg. So, Dalle. Hatten wir nicht irgendwo anders noch Lehm rumliegen? Ja, genau da. Ach, stimmt. Und wir haben ja auch Empty Cans. Damit kann man Advanced Nahrung machen. Also aufgewertete Nahrung. Was ich da... Die kann man am Ofen machen, an dem Stove, wo wir die Technologie haben. Warte. Wo ist... Stove, da, hier, ne? Da kann man, in diesem Topf kann man wohl diese Dosennahrung machen, die sich dann aber auch nur 4 Stunden hält. Finde ich ein bisschen, was hast du, du hast keine Energie mehr. Ein bisschen komisch, muss ich schon ganz ehrlich sagen, ne? Weil Dosennahrung ist ja wohl, auf den Rest des Lebens haltbar. Was sind jetzt? Oh mein Gott, kriegen wir Besuch? Oh Scheiße, Drecks-Elfriede, ich muss einen Speer machen. Nimm doch mal bitte so einen Stein. Danke.
Ich muss einen Speer machen. Crafte das mal. Dann brauche ich 3 Stiggies. 1, 2, 3. Scheiße. Ganz ehrlich jetzt. 1, 2. Und dann hier gibt es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Speer. Dankeschön. Nee. Ja, wir haben... Ja. Jetzt hätte ich beinahe was gesagt, aber, ne? Ich sehe keinen Mond. So, ich bin mal gespannt. Was haben wir denn? Wir haben... Moment. Ja, wir haben fast überhaupt keine Energie. Also wir müssten tatsächlich mal ein bisschen was essen, aber das gibt keine Energie. Da kommen schon die Ersten. Na? Was vergessen? Da. Einmal. Da. Und so. Ich weiß, das ist irgendwie so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Auf der anderen Seite, also mir macht's gar nichts aus, ne? Wenn man die hier so easy peasy am Zaun, ne, ja, platt machen kann. Einfach weil die machen einem das Leben schwer genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann sich ja nicht raustrauen, ohne dass man in irgendeiner Form, ich meine, es ist nicht so schlimm, ne? Die kommen ja auch nicht ständig, aber ja, da ist es gar nicht verkehrt, wenn wir hier am Zaun so ein bisschen Fresse voll verteilen können. Das ist ganz ehrlich. So, aber wir wollen hier mal das gleich mal wegmachen. Mal gucken, dass das... Dann haben wir hier noch ein bisschen Fett. Okay. Judy, das und das. Und das kommt weg. Gut. So, und lass uns mal hochgehen, weil wir müssen tatsächlich... Haben wir denn jetzt hier mal eine Melone? Alter, die Melonen sind... Warum werden die denn nicht fertig? Ich weiß, die müssen gegossen werden. Und im Winter ist das richtig krass. Ne, mit dem Wassermangel. Habe ich irgendwas? Ne, hier. Clean Water habe ich hier gar keins. Brauche ich ja auch für die Pflanzen auch gar nicht. Geh mal da... Ja gut, okay. Ja, lass mich mal zufrieden. So. Gieß mal wenigstens mal eine Melone, dass die wenigstens mal so... Weil die ist ja schon kurz vorm Platzen, ne? Und komm, mach mal. Ich brauche unbedingt Melone. Also wenn ich jetzt die ganze Nacht da rumlaufen soll... Nicht so pralle. Wo ist denn der Wolf? Heul noch mal bitte. Oh, der ist weit weg. Ach, das ist doch gut so. So, dann holen wir noch ein bisschen Wasser. Oh, jetzt habe ich ihn wieder ganz deutlich auf dem rechten Ohr. Doch hier hinten irgendwo, ne? Hallo? Ja, also schwer einzuschätzen, wo der jetzt gerade rumläuft. Keine Ahnung. Gut, ich will die Melone da oben noch gießen. Damit das was wird. So, mal gucken, ob wir jetzt nochmal Besuch bekommen, ne? Das weiß ich nämlich nicht. Also erfahrungsgemäß kommen die nur einmal in der Nacht. Und trotz alledem kann man da nicht schlafen gehen. Oder ich versuch's ganz einfach mal. Wartet mal. Können wir pennen gehen? Ja, wir können pennen gehen. Das ist ja cool. Huch. Jo, das war unser... War das unser erster Schwarm? Zombies? Vampis? Ich weiß es gerade gar nicht. Hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? So, wie sieht's bei uns aus? Mal gucken. Ja, Durst ist ziemlich runter.
Dann lasst uns erstmal was trinken. Ich hatte hier etwas vorbereitet. So. Dann müssen wir das hier auch. Ja, wir brauchen Carbs, ne? Also wir müssen gucken wegen den Melonen jetzt. Nein, die sind innen. Hallo, wollt ihr mich denn auf den Arm nehmen? Ja gut, aber die ist jetzt schon deutlich größer wie die. Das kann sich ja nur noch um... Komm. Um Minuten handeln. Oder gibt es da draußen irgendwo was? Sonst haben wir doch nichts zum Essen hier, ne? Wir haben doch sonst gar keine Beete noch nicht angelegt. Nee, Schaf, ich habe keinen Hunger in dem Sinne. Da hinten ist eine Melone. Lauf! Okay, das ist das Schaf. Jetzt habe ich gedacht, da kommt irgendein Viech angerannt. Jetzt habe ich die Melone einfach so aufgelesen. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Macht nichts. Oh, komm schon. Bitte. So, komm. Wollen wir die mal harvesten. Und dann werden wir die mal schnell essen. Dann müssen wir hier mal wieder ein bisschen auf die Beine kommen. So, dankeschön. Speer. Wir müssen uns einen Speer machen. Unser Speer ist ja gerade eben kaputt gegangen. Her. Da liegt noch einer. So. Warte. Steinchen. Alles klar. Nein, andersrum wird ein Schuh draus. So rum. Und dann so. 1, 2, 3, 4. Fünf. Klar. Was ist? Weil? Was ist denn? Hä? Ich dachte, der Speer wäre kaputt. Weil der war ja dann auf einmal verschwunden, als wir da den letzten Zombie... den Wolf geschnappt... War Zombie, Wolf, keine Ahnung was. Eins von diesen Viechern halt eben. So, ich muss... Holz hacken. Geht mir alle aus dem Weg. Ich hab da keinen Bock auf euch. Ehrlich nicht. So. Wir brauchen noch ein paar Bretterchen für das Eisenregal. Ja, Körnchen. Wo? Oh. Hier, ihr seid so lästig, ne? Echt. Mega, mega lästig seid ihr. Aber andererseits, ich spiele das ja auch privat so ein bisschen. Da kann man ja man kann die Zombies ja auch an- und abstellen, wie man das gerne möchte. Ohne Zombies, beziehungsweise Vampies heißen sie ja, ist es auch nicht wirklich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil fehlt irgendwas, ne? Da kann man zwar bauen und bauen und bauen, aber das wird auf die Dauer auch langweilig. So, Mädel. Ins linke Ohr. Oder war es dann doch das rechte? Ja, ist jetzt der Speer weg, oder was? Jetzt ist der Speer weg. Okay. Okay, ein Eisenfragment. Ich kann mal mitnehmen. Da rein tun. Eisenfragmente. Da haben wir auch eins. Also Eisen haben wir überhaupt noch zu, also beziehungsweise Metalle haben wir so gut überhaupt noch nicht geschmolzen. Warum liegt denn das jetzt? Achso, nee, das kann aber so bleiben. Mach mal weg, mach mal dahin, mach mal dahin. So, komm her, dann machen wir uns jetzt. Ja, hätte ich es einfach reingezogen, wäre es auch gut gewesen. So, Lelle. Einen neuen Speer. Was haben wir hier? Packen wir noch dahin. Dicht. Speer raus. Schafi. Nee, das sind... Ich guck gerade nur da hinten. Da dachte ich, da würden Melonen liegen, aber das tun sie nicht. Also wir müssen wirklich vermehrt Melonen anbauen. Ne, damit wir halt eben auch den Wasserhaushalt bei uns regulieren können. Wenn wir denn mal...
Hallo. Hast du? Gut. Ja, ist doch gut. Wenn wir denn mal durstig sind, ne? Und vor allen Dingen auch die Carbs. Deswegen will ich mal gucken, ob die Melonen vielleicht jetzt fertig sind. Ach so, hier. Komm, hier liegt noch Arbeit. Zack. Sind sie denn jetzt? Ja. Ach, sogar die? Okay, gut. Alles klar. Wartet, dann schnatzen wir die auch gleich. Die, die kleiner war als die andere. Auch nicht schlecht. Gut, aber du bleibst dann jetzt stehen. Sind die denn? Ne, die wollen alle irgendwie nicht hier. Ja, klar, wenn kein Wasser kommt, ne? Der Wolf ist schon wieder unterwegs. Wo ist er? Irgendwo in der Richtung. Da ist er. Wartet mal. Wenn ich ihm jetzt von hier hinten eine plötze, wenn ich ihn denn treffe, dann kommt er sicherlich zu uns. Bäm. Oh, nicht aus dem... Ach, guck mal hier, da irgendwo. Oh, er hat mich auch gut getroffen. Und tot. So. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das unglaublich langweilig ist und blödsinnig ist, was hier passiert. Mit den Wampies und den Predators, wie sie so schön im Englischen heißen. Also die tierischen Feinde. Oder ob das okay für euch ist, ob es euch egal ist. Für mich ist es längst okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine gute Alternative zum Zaun. Ne? Und man hat die schnell gelegt und man hat vor allen Dingen auch seine Ruhe dann. Ne? Man muss nicht dauernd flicken und hast du nicht gesehen. Jo, ich würde sagen, da es Tag ist, ne? Wir haben 8.57 Uhr, würde ich diese Aufnahme jetzt beenden wollen. Einfach aus dem Grund, weil wir dann in der nächsten Aufnahme, ja, ne, ins nächste Camp stolpern. Und da wir jetzt schon so lange dran sind, lohnt sich das jetzt nicht mehr, jetzt noch loszulaufen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, war halt eben nur ein bisschen bauen und ein bisschen, ne, ein bisschen Wampis schreddern. Aber nun gut, auch das gehört dazu. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis denne. Tschüss.